Hallo, liebe Schrauberfreunde. Hallo. An dem schicken Audi A6 4G zeigen wir euch, wie man auf gelochte Bremsscheiben umbaut. Und tauschen natürlich die Belege gleich mit. Na dann, los geht's. Für den Wechsel der Bremsscheiben und Belege benötigen wir die folgenden Werkzeuge. Einen Tester, den ihr bei uns im Shop kaufen könnt, einen Schlitz- und einen Kreuzschraubendreher, Ring-Maulschlüssel in Größe 18 und 15, Viertelzoll-Ratsche mit langer Verlängerung, 30er Torx, eine 3/8-Ratsche mit 13er Nuss, den dazu passenden Drehmomentschlüssel, in Halbzoll eine kurze Verlängerung, eine lange Verlängerung, ein Adapter von Halbzoll auf 3/8, in Halbzoll wieder eine kurze und eine lange 18er Nuss, den großen Drehmomentschlüssel in Halbzoll, ein Knebel, Schlagschrauber, 17er Nuss, ganz wichtig, Fahrzeug hat Alufelgen, hier auf den Kunststoffschutz achten, Bremskolbenrücksteller, eine Drahtbürste und dann kann's losgehen. Bevor wir bei dem A6 mit dem eigentlichen Wechsel der Bremse anfangen, müssen wir die Bremssättel noch in Wartungsposition bringen, da das Fahrzeug mit einer elektronischen Parkbremse ausgestattet ist. Dazu benutzen wir diesen Diagnosetester, den findet ihr auch bei uns im Shop. Schließen den Stecker an die OBD-Dose an. Beim A6 befindet die sich hier vorne links im Fußraum. So, machen die Zündung an und gehen dann bei dem Tester auf EPB, steht für elektronische Parkbremse, zurücksetzen. Gehen auf Audi, also bestätigen die Voraussetzungen, nehmen Others, denn es ist kein A8 und das ist auch für andere Fahrzeugmodelle. Gehen auf Parking Brake und gehen auf Öffnen der Bremssättel hinten. Und jetzt hören wir, wie die Bremssättel zurückfahren. Wenn das abgeschlossen ist, können wir jetzt mit dem Wechsel der Bremse beginnen. Im ersten Schritt demontieren wir unseren Bremssattel, den André ja schon erfolgreich zurückgestellt hat. Wir haben hinten elektrische Anschlüsse dran und natürlich hydraulische Leitungen für die Bremsflüssigkeit. Damit uns der nachher nicht runterfällt, hängt euch schon mal so ein Gummi von der Gepäckspinne hier bereit, dass ihr den nachher beiseite hängen könnt, den Bremssattel. Einen schmalen 15er Maulschlüssel, 3/8-Ratsche mit 13er Nuss. Und dann lösen wir als erstes mal hier oben die Schraube. Mit dem Ring-Maulschlüssel gegenhalten. Und dann einfach in gewohnter Art und Weise lose schrauben. Danke. Das gleiche hier unten in grün. Auch hier vollständig rausdrehen. Dann könnt ihr den Sattel abziehen. Der ist immer noch ein bisschen schwergängig, weil der Kolben ja zumindest noch rausguckt. So. Dann nehmt euch, wie gesagt, die Gepäckspinne. Macht den hier einmal drüben fest, dass der nicht abhaut. Genau. Und dann könnt ihr hier schon die Bremsbeläge entnehmen. Jetzt schraube ich den Bremssattelträger ab. Dazu nehmen wir einen 18er Ring-Maulschlüssel. Hier hinten oben einmal, hier hinten unten die zweite Schraube. Oh, der geht fest. Nummer 1, dann lösen wir die zweite hier unten. Nummer 2. Nummer 1. Schraube Nummer 2. Wenn ihr beide Schrauben raus habt, könnt ihr den Bremssattelträger abnehmen. Im nächsten Schritt schrauben wir die Schraube hier raus. Das ist vom Prinzip her nur so eine Art Montagehilfe, dass euch die Scheibe nicht von der Narbe kippt. Dazu nehmen wir eine Viertelzoll-Ratsche, lange Verlängerung und einen 30er Torx. Kleiner Profi-Tipp, wenn ihr jetzt natürlich versucht, in der Richtung die Schraube zu lösen, werdet ihr feststellen, dass sich die Scheibe mitdreht. Deswegen drehen wir uns die Schraube nach oben.
und ändern quasi die, ja, die aufgewandte Drehmomentrichtung. Und wenn ihr jetzt so mit der linken Hand trotzdem noch sicherheitshalber festhalten, könnt ihr die Schraube lösen, ohne dass ihr die Scheibe mitdreht. Und jetzt können wir die Scheibe einfach abnehmen. Wie ihr jetzt hier seht, ist die Anlagefläche der Bremsscheibe stark verrostet bei dem Audi. Dazu nehmen wir dieses Spezialwerkzeug zum Reinigen von Radnarben, setzen das auf mit einem Akkuschrauber und schleifen die Radnarbe sauber. So, wie ihr seht, wird schon, dauert ein bisschen. Genauso wie die Radnarbe reinigen wir auch den Bremssattelträger. Dazu spannen wir uns den hier in den Schraubstock ein, entfernen die untere Klammer. Dazu könnt ihr einen handelsüblichen Schlitzschraubendreher nehmen. Hebelt hier die Klammern raus, einmal unten und einmal oben. Die werden nicht wiederverwendet, die könnt ihr gerne fachgerecht entsorgen. Dann nehmen wir uns eine Drahtbürste. Achtet darauf, wenn ihr mit der Drahtbürste hier arbeitet, dass ihr die Gummimanschetten nicht beschädigt. Die könnt ihr bei der Gelegenheit, gerade wenn ihr auch ein älteres Fahrzeug habt, mal auseinanderziehen, schauen, haben die schon Verschleißerscheinungen, sind die vielleicht schon eingerissen. Schaut auch gleich, dass hier die Gleitstifte noch vollständig gangbar sind, damit sich die neue Bremse auch gleichmäßig abbremst. Dann einfach die Fläche hier vernünftig sauber bürsten. Schaut, dass ihr richtig hier in den Ecken den Bremsstaub draußen habt und nicht reingefegt habt mit der Drahtbürste. Und dann generell, ihr habt es ja gerade gesehen, die Flächen, wo die Spange anliegt, die müssen halt sauber, frei von altem Bremsstaub und so aufliegender Korrosion sein. Dann reinigen wir die ganze Geschichte nochmal. Hierbei auch als kleiner Profi-Tipp, Bremsenreiniger ist halt stark entfettend. Guckt, dass ihr nicht den ganzen Gummi hier mit vollsaut und euch nicht den Boden vollkleckert. Dann setzen wir gleich die neue Klammer hier unten ein oder dieses Halteblech. Klick. Ja, und das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal. So, André, ich bin fertig mit Putzen. Wie sieht es bei dir aus? Die Radnarbe ist auch wieder blitzblank. Dann können wir jetzt den Bremskolben zurückdrücken. Dazu nehmen wir einen Bremskolbenrücksteller. Den setzen wir in den Bremssattel ein. Und drehen dann die Spindel und dann sieht man hier wunderbar, wie der Bremskolben zurückgedrückt wird. So, dann wieder raus. So, und dann kommt David jetzt mit der Bremsscheibe. Wir verbauen eine gelochte Bremsscheibe. Die hat natürlich im ersten Augenblick den großen Vorteil von der sportlichen Optik, ne, aufgrund der Löcher, die sich hier befinden. Es gibt aber auch viele technische Vorteile. Zum einen ein deutlich vermindertes Bremsfading. Der Wasserfilm, der sich bei Autobahnfahrten speziell auf der Scheibe bilden kann, wird durch die Löcher unterbrochen. Generell ist in diesem Fall diese volle Bremsscheibe besser durchlüftet. Ein großer Sicherheitsaspekt. Gerade für den sportlich ambitionierten Fahrer ist so eine gelochte Bremsscheibe auf jeden Fall zu empfehlen. So, dann schauen wir, dass wir hier direkt auf dem Loch der Montagehilfe sind. Super, André, vielen Dank. Und schrauben die Montagehilfe einfach, wie gesagt, normal handfest die Schraube. Hoppala, auch ein Profi rutscht mal ab, ne? So, das reicht schon. Jetzt bauen wir den Bremssattelträger an. Dazu nehmen wir zwei neue Schrauben. Die lange Schraube kommt nach oben, die kurze nach unten. Neue Schrauben sind wichtig, dass es sich um den Schrauben handelt. Dann setzen wir den an. Setzen erstmal nur die beiden Schrauben an. Eins. Bremssattel ein bisschen im Weg. Zwei. So.
So, das sind die Schrauben wieder handfest angesetzt. Dann nehmen wir jetzt einen Drehmomentschlüssel. Da hilft mir David, weil man kommt hier echt bescheiden ran und ziehen die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest. So, für die obere Schraube muss man hier über den Achsträger neben der Antriebswelle durch. Jo. Nummer 1. Das klingt gut. Und die untere geht hier so an dem Lenker vorbei. So, jetzt ziehen wir sie noch mit dem entsprechenden Drehwinkel nach. Jo. So. Dann ziehen wir auch noch die zweite Schraube mit dem entsprechenden Drehwinkel nach. Und los. Den Sattel müsst ihr euch dabei ein bisschen weghalten. So. Jetzt kann David die Belege einbauen. Bevor wir die Belege jetzt in den Sattelhalter einbauen, machen wir auf die Führungsstifte oben und unten nochmal so einen temperaturfesten Schmierstoff. Da reicht einfach hier so eine kleine Wurst. Einmal oben und einmal unten. Und dann bauen wir den inneren Belag schon mal ein. Genau, hier ist das mit den Klammern so ein bisschen hakelig. Da müsst ihr erstmal die eine Seite einhaken unten. Dann die andere Seite oben. Ja, und bei dem äußeren das gleiche Spiel. Achtet auch darauf, wenn ihr die Belege irgendwo hinlegt, dass ihr immer den Belag nach oben packt, dass ihr den Belag nicht irgendwo in eine Ölpfütze legt. Ne? Das nochmal als Profi-Hinweis. Auch hier wieder die Führung oben und unten. Und dann bauen wir auch den Belag wieder mit der Reibfläche zur Scheibe in den Sattelträger. Und auch hier könnt ihr wieder erst auf der einen Seite einhängen, dann oben einhängen. So, dann nehmen wir uns gleich den Sattel und montieren den wieder. Unseren Halter packen wir hier mal beiseite. Achtet darauf, bei den Bremsbelegen sind neue Schrauben dabei, um den Sattel zu befestigen. Warum, zeige ich euch gleich. Vielen Dank, André. Hier habt ihr quasi schon aufgetragen eine mittelfeste Schraubensicherung in der Regel, damit sich die Schrauben quasi unter Vibrationen nicht lösen. Dann setzen wir zuerst die untere Schraube an. Dreht ihr ruhig mit der Hand so weit, wie ihr könnt. Nummer 1, dann die obere Schraube. So, schraubt ihr ruhig mit der Hand schon so fest, wie ihr kommt. Dann zieht ihr auch hier wieder die Schrauben mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment an. Haltet auch wieder mit dem 15er Maulschlüssel hier innen gegen. Klack, die war fest. So, unten dann das gleiche. Auch hier wieder mit dem 15er Maulschlüssel innen festhalten und mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen. Ne? Da ist er. Natürlich müssen wir beide Seiten der Bremse machen und nachdem das geschehen ist, müssen wir noch den Wartungsmodus der Bremssattel beenden. Dazu nehmen wir den Diagnosetester. Und auch nicht vergessen, im Stand die Bremse noch aufpumpen, dass ihr nicht ins Leere tretet, wenn ihr rausfahrt. Und jetzt, André? Feierabend. Halt, 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 halt. Eine Sache haben wir noch für euch. Nämlich richtig coole Jobs bei Kfz-Teile 24. Wenn ihr das machen wollt, was wir machen oder was komplett anderes, dann klickt mal unten in der Videobeschreibung auf den Link. Da kommt ihr zu unserer neuen Karriereseite. Wir haben eine Karriereseite? Ja, André, eine richtig schicke. Na dann, bis später bei K24. Wir sehen uns im Team.